Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück bei Bufo Dämoneten, der nun vorhat, seinen Karawanenführer zu befreien. Nicht aus Nächstenliebe, sondern der hat Geld gekostet. Verdammt nochmal, das ist doch wohl... Oh, er ist aus dem Gefängnis entkommen. Ja, unter diesen Umständen müssen wir das dann nicht mehr tun. Wo ist denn der jetzt hin? In dem Moment entkommt der Typ. Formiert sich neu. Okay, ja, ja, er soll sich neu formieren. Er soll sich neu formieren. Soll mir recht sein. Das ist ja mal eine wilde Kiste gerade eben gewesen. Just in dem Moment. Er wusste, dass er sich einiges anhören müsste, wenn Bufo sich jetzt auch noch darum kümmern müsste, ihn zu befreien. Wenigstens war er schlau genug, selbst zu entkommen. So, Bufo hat wieder ein Level-Up in Speer. Berittener Speer. Oder Patrouille. Ne, ich nehme den berittenen Speer, erhöht den Trupp mehr. Und vor allem, ihr seht, wenn wir 50% oder mehr Kavallerie haben, und das ist tatsächlich mein Ziel, als flandianische Streitkraft. Wobei wir davon noch ein gutes Stück entfernt sind, aber im Kern möchte ich 50% und mehr Kavallerie haben. Ich muss sie gerade eben bloß mal ordnen, damit wir da mal eine gewisse Übersicht hier gewinnen. Oh, wie viele verschiedene Reiter ich jetzt schon habe. So. So. Und so. Also 1, 2, 4, 14, 16, 19, 20, 22, 32. Ich bin zu doof zum Rechnen. 41. Ja, es ist noch ein gutes Stück. Es ist noch ein gutes Stück. Zur Hälfte, aber wir arbeiten daran. Vor allem, oh, können wir theoretisch jetzt hier noch mehr Truppen uns holen. Was ich auch tun möchte, Leute, ist, ich möchte definitiv noch mehr Handel treiben. Ach, das, die Karawane von Tussoi, geil. Was ist das? Ich folge mal gerade eben der Tussoi hier. Das ist ja schließlich meine hier. Vielleicht kann ich hier Sachen verkaufen. Gott, ist die schnell. Ah ne, die haut gerade eben einfach sonst irgendwo ab. Aber egal, ich folge ihr trotzdem. Denn ich habe natürlich einen geheimen Plan, wie Bufo zu seinem ersten Zeug kommt. Er muss dafür natürlich Handeln 300 entwickeln. Und wir müssen demnächst auch mal wieder Handel steigern. Einen anderen Weg gibt es nicht. So, jetzt gehen wir erstmal da rein. Ach, die haut schon wieder ab! Das gibt's ja wohl nicht. Gott, ist die schnell unterwegs. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt. Warte mal, wie viele Kavalleristen können theoretisch gerade gelevelt werden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube gerade eben gar keine. Zwei Stück oder sowas. Das sehen wir erst nachher wieder. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Streitrösser. Wir brauchen Streitrösser und die haben hier gerade eben diese Ponys. Und deswegen nehme ich jetzt hier 5 Stück davon mit, damit wir die Jungs dann auch schneller hochleveln können. So, jetzt schauen wir mal, was bietet ihr denn hier letzten Endes? Hier gibt es auf jeden Fall in den Dörfern jede Menge Felle. Jede Menge Felle und Felle sind tatsächlich sogar etwas Wertvolles. Genau, hier habt ihr alleine schon mal 44 Fell. Die kann man in Jakulan für 44 verkaufen, aber ich guck mal, ob das mit den Fellen hier in der näheren Umgebung nicht vielleicht sogar noch leichter ist, hier zu bekommen. So. Das sieht mir aber nicht so aus, als ob das billig wäre. Oder das war nicht dasselbe, was ich, glaube ich, gerade eben gesehen habe, ne? This was not the same. Hier gibt es 4 für 148. Das Problem ist, ja, doch, also ich nehme jetzt mal die Felle hier an mich. Und werde jetzt mal die Felle woanders hintraden. So, 148 haben wir gerade gezahlt. Kaufen. Das kosten hier schon 151. Ja, die sind halt aneinander, glaube ich, gelinkt, diese Preise. Aber wie gesagt, wenn ich das zu diesen Preisen hier loswerde, dann ist das eigentlich gar nicht schlecht. Muss ich gerade mal bloß gucken, welches Dorf gehört denn noch dazu? Einmal?
Dörfer Bogeth, Giwanat Nal und Torleait. Also Torleait. Holz, ja. Das heißt, es ist dieses Bogbeth. Wo ist Bogbeth? Ach, das gehört. Klar. Ist total offensichtlich, dass das zu dem gehört und nicht. Ah, dieser Bogen, ey. Das ist ja der Oberhammer, wie weit das weg ist. Hier gibt es auch noch. Aber das ist jetzt wiederum sehr teuer. Egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Menge davon. Weil wir bekommen halt jede Menge XP für Sachen. Die, also wir bekommen, glaube ich, früher war, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber ich habe gehört, man bekommt für 2 Dinare 1 XP. Und das ist halt etwas, was wir definitiv im Auge behalten sollten. Hier in Jakuland können wir noch Ton machen. Ich kaufe deswegen jetzt hier den Ton komplett auf. Zu wem gehört das hier noch? Warte mal, was ist das hier? Ihr seid Silbererz. Ich guck mal, was dieses Silbererz ist. Also wie gesagt, die High-Value-Sachen kaufen wir auf. Okay, Silbererz ist hier echt nicht so viel. Aber egal, ich nehme es trotzdem mit. Jedes bisschen bringt uns voran. Hier gibt es auch nochmal Ton. Die haben hier eine Menge Ton zum Musik machen. Wir machen gerade eben echt nicht mehr so viel Kohle. Also es läuft nicht so geil. Ah, hier 10. Das ist geil. Da bekommen wir ordentlich was für. Okay. Guck gerade eben bloß mal. Hier haben sie noch Trauben. Also Trauben haben die auch eine Menge. Hier können wir nochmal Ton holen. 35 Plünderer sind echt nicht wenig. Noch jede Menge Dorfbewohner, die hier unterwegs sind. Ja komm, ich hole einfach die vollen 10 hier. Also ich habe jetzt eine Menge Ton eingekauft. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Eisenerz checken. Und dann müssen wir nur eine Karawane finden, der wir das alles verticken können. So, kaufen wir etwas. Genau, für die 36 kaufen wir das. Und dann gucken wir mal. Da wurde diese Karawane geschlagen. Aber wir gehen jetzt immer nach Ox Hall und dann warten wir da einfach mal. Da kommt auf jeden Fall irgendwann mal eine Karawane vorbei. Diese Karawane hier könnten wir versuchen zu kriegen. Da ist er. Stopp, Junge, ich will mit dir reden. Okay, das ist echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Oh, kacki. Der wird auf jeden Fall da reingehen. Ha! Ach nee, das ist die falsche. Nee, mit dir will ich nicht reden. Mit dir will ich nicht reden. Karawane. Boah, es ist so zum Kotzen, dass ich diese Karawane nicht krieg. Okay, wir können trotzdem mal schauen. Den Ton können wir hier für 16 verkaufen. Das Fell hier für 247. Das ist nicht schlecht, Leute. Also das ist an und für sich schon mal einer der Orte, wo wir das Zeug verkaufen wollen. Ah, ich wusste doch, dass es doch geht. So. Truppen rekrutieren. Fällt hier flach. Wir brauchen halt eine Karawane. Weil Karawanen haben auch wie Dörfer Festpreise, habe ich gehört. Eisenerz zu 63. Man muss dann eigentlich nur vor einem Ort warten, der das Zeug dann sehr, sehr knapp hat. Also theoretisch könnte man dann innerhalb des Dorfes noch aufkaufen. Innerhalb der Städte noch aufkaufen, meine ich. Damit es eine gewisse Knappheit dann letzten Endes gibt. Hier gibt es auch nochmal Fälle. Also gut, ja, aber nur 2. Das ist egal, das nehme ich auch noch mit. Und jetzt gehen wir mal wieder darüber, weil früher oder später werden wir eine Karawane hier schon noch kriegen. Da kommt jetzt eine Karawane uns entgegen. Jetzt gucken wir mal, was der hier zu bieten hat. So, ich würde gerne was kaufen. Was habt ihr im Angebot? Ja, hier ist enorm schlecht. Hier ist enorm schlecht. Okay, dann auf wieder bald. Tschaußen.
Wir folgen ihm jetzt hier mal gerade eben. Der wird halt schneller sein als wir. Aber es kann sein, dass es jetzt hier schon andere Preise gibt, wenn er jetzt hier nach Rowald reingeht. Muss ich gerade eben mal gucken. Ja, in Rowald sind die Preise halt sehr viel geiler. Jetzt gucke ich mal gerade eben. Haben die Eisenerz und Silbererz? Ich kaufe das auf jeden Fall hier mal auf. Damit das hier auf jeden Fall auch super knapp ist alles. Weil Geld haben wir genug. Wir haben noch Ton. Den Ton kaufe ich auch tatsächlich auf. Ja, ich weiß, dass ich die Kapazität jetzt überschritten habe. Ich will jetzt aber mal testen, ob dieser Exploit funktioniert, den ich wo gesehen habe. So, wir gehen jetzt und warten ganz kurz, bis der wieder rauskommt. Da ist er. Und jetzt möchte ich nochmal mit ihm reden. Okay, das funktioniert überhaupt nicht. Shit, das funktioniert null. Das ist ja mal schrecklich. Ja, dann mal auf Wiedersehen. Okay, es funktioniert überhaupt nicht. Es wurde wohl offensichtlich gefixt. Gut, dann ballern wir jetzt hier einfach mal die Felle da raus und das Silbererz und den Ton. Dass wir einfach quasi noch hier so in diesem Gewinnbereich bleiben. So, okay. Weil wie gesagt, jetzt müssten wir ein paar XP gemacht haben. Im Handel sind wir bei 95. Ja, genau, wir haben jetzt also einen Fertigkeitspunkt erhalten. Sehen wir mal, dass wir den Kram jetzt hier auch noch vielleicht nach Bravent oder sowas gebracht bekommen. Tägliche Goldveränderung, das war aber auch schon geiler, ich sag's euch. Charas ist schon wieder in feindlicher Hand. Oh, Fell ist hier sehr wertvoll. Genauso wie Silbererz. Und Ton werde ich hier im großen Stil los. Sehr nice. Haben wir nochmal einen weiteren Punkt bekommen in Handel? Dann gehen wir nochmal nach Oxhall. Wie gesagt, es geht nur darum, jetzt hier irgendwie diesen Wert hochzubringen. Wahrscheinlich mache ich es auch diesen Exploit eventuell nicht ganz richtig, aber wir müssen es auch nicht mit Exploit machen. Fisch eventuell. Wo? In Jakulan angeblich ist das noch sehr, sehr wertvoll. Kann ich hier nochmal Truppen rekrutieren? Nein. Also nicht hier. Ich will jetzt ja, wie gesagt, hauptsächlich noch Kavallerie rekrutieren. Also die gute Kavallerie, nicht die schlechte, nicht die Jungspund-Kavallerie. Aber daher die im Krieg sind, sind die halt auch sehr, sehr schnell hier leer. Ja, ein Bufo muss tun, was ein Bufo tun muss im Zweifelsfall, ne? Das ist halt so das Ding. Wir müssen aber nicht unbedingt sofort die Truppen jetzt rekrutieren. Lass uns mal nach Jakulan gehen und gucken, ob wir da unser Zeug wieder unterbekommen. Wenn Spähen leveln wir quasi die ganze Zeit passiv einfach. Oh, was ist jetzt passiert? Ah, sie haben Frieden geschlossen. Das war offensichtlich eine absolute Katastrophe fürs Imperium. Für Vlandia. Das lief nicht gut für Vlandia. Halten wir das mal fest. Ja, hier haben wir sogar 18 für Ton. 17 ist auch noch geil. Wir haben es, glaube ich, für 10 gekauft oder so, ne? Das sind sehr, sehr lukrative Werte. Ja. Eisenerz. Silbererz. Und das halte ich auch noch raus. Ich habe halt noch 64 Eisenerz. Ich habe das gesamte Eisenerz dieser Welt gekauft. Das muss ich jetzt halt irgendwo loswerden. Aber wir haben dadurch jetzt auch nochmal einen weiteren Skillpunkt bekommen. Truppen rekrutieren. Ja, die werden sich jetzt aber zum Glück langsam regenerieren, weil die Armeen nicht mehr verheizt werden. So, jetzt gehen wir nochmal nach Galand. Und gucken mal weiter. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir immer noch heiraten wollen. Ach, da ist Pelisor. Wir sollten mal mit ihm hier reden. Zum Trupp bringen. So, jetzt ist er wieder Teil unserer Armee.
Oh, auch hier geht eine Menge Ton. Also ich habe gelernt, Ton geht hier gut. Eisenerz irgendwie nicht. Eisenerz geht irgendwie nicht gut. Gibt es noch irgendetwas, was die jetzt hier in Grund? Die haben Wolle. Für 12. Was? Für 12? Angeblich in Rohwald für 54 verkäuflich? Ja, unfassbar, wenn das wirklich stimmt. Nein, den Ton wollte ich nicht. Den wollte ich euch lassen. Also gut. Trauben. Ein Jakulan ordentlich verkäuflich. Da wollte ich jetzt auch ganz, ganz kurz hin. Käse. Wir brauchen sowieso Käse. Hier gibt es wieder Fell. Angeblich auch ein Rohwald. Ordentlich verkäuflich. Das wäre der Oberhammer, wenn das stimmen würde, was diese Zahlen hier sagen. Ich finde es schade, dass wir keine Zahlen bekommen für Schafe. Also gut, dann gehen wir mal wieder nochmal nach Jakulan zurück. Und Buffon weiter. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich den Typen jetzt hier gleich nochmal losschicken soll. Ich kann ihn auch erstmal jetzt hier in meiner Truppe lassen. Er hat sich leider nicht bewiesen. So, mehr machen wir hier nicht. Hier kann ich aber nochmal die Wolle. Ja, die Wolle ist, dann gebe ich im Rohwald halt so viel geiler weggehen. Ton, nein. Ich habe den hier jede Menge Ton verkauft. Öl, nein. Schweine. Nee. Auch wieder nicht. Also gut, Rohwald ist es jetzt wohl wieder. Auf nach Rohwald. Und dann kommen wir auch mal gerade eben nochmal hier an den Orten vorbei, wo wir wieder Truppen rekrutieren können. Gott, sind hier viele Waldbanditen. Kein Wunder, ist auch ein Lager. Das da relativ frech mitten in der Pampa steht. Ja, was soll man dazu sagen? Außer, dass man halt warten muss, ne? Also die ganze Zeit leveln wir Späher, aber das mit dem Handeln ist nicht ganz so einfach zu leveln. Wir haben den Vogt gelevelt, das ist schön. So. Ja, die Wolle ist hier nicht mal ansatzweise so gut, wie es behauptet wurde, aber das Fell scheint ganz okay zu sein. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn dafür gezahlt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Bier könnte man nochmal sich holen. Flachs ist hier spottbillig. Muss man gerade mal gucken, woran das liegt. Habt ihr Flachs hier? Nee. Ich weiß nicht, wo ihr den Flachs nehmt. Aber wenn der so günstig ist, nehme ich ihn. Also der Preis von 10 ist noch bezahlbar. Ich muss halt echt mal dieses Eisenerz loswerden. Ich muss so dringend dieses Eisenerz loswerden. Wir brauchen noch mal ein paar Arbeitspferde. Ja. Damit wir entsprechend transportieren können. Die sind immer noch dabei, ihre Armeen aufzubauen. Ich sag's euch. Dann mal wieder nach Ostikan. Wenn wir sowieso schon hinten in der Ecke sind, ne? Ich meine, ich könnte natürlich auch das Eisen selber verarbeiten. Aber wie gesagt, ein Buffo macht keinen Finger krumm. Oh, 89, geil. Ja, hier geht Flachs für 23 raus. Das ist für unter 10, maximal 10 gekauft. Das ist immer noch ein guter Preis. Also hier geht es gar nicht mehr so sehr ums Geld. Hier geht es jetzt gerade eben um pures XP-Grinden. Und jedes Mal bekommen wir halt hier einen weiteren Punkt dadurch. So, sind wir schon bei 99 Handel. Jetzt gucken wir nochmal ganz, ganz kurz. Hier hat sich nur dieser Punkt hier verändert.
Ich habe mich immer noch nicht entschieden, wo ich da reingehen will. Ausstrahlung hat er ja schon. Ja, komm. Führung, auf jeden Fall. So, erhöht nochmal die Moral der Truppen. Weil sie wissen, dass er so reich ist und sie hoffen, dass sie was davon abbekommen. Wir haben wieder ein Level-Up hier. Bei dem hier. Zack. Und kann ich hier Truppen rekrutieren? Nein, kann ich nicht. Dann gehen wir nochmal nach Pravent. Es wäre halt äußerst nützlich, wenn man jemanden finden würde, der einfach einen riesen Haufen Eisenerz gerade eben brauchen könnte. Weil ich glaube, die kaufen das hier gar nicht, ne? Ja, wobei, für 60 würden sie es sogar nehmen, aber das rockt mich nicht. Schauen wir mal hier gerade eben. Hier sogar für 65, witzig. Ganz im Ernst, das ist die Gelegenheit, das loszuwerden. Händler hat zu wenig Geld. Ach nee, warte mal, dann machen wir das nicht. Dann holen wir uns als Ausgleich noch ein bisschen Getreide. Hopp. Händler hat nicht zu wenig Geld, das ist genau die richtige Menge. Ach Gott, nee, es war minus 1000. Egal. Verdammt, ich habe das Minus nicht gesehen. Ich habe das Minus nicht gesehen. Arx. Das ist ärgerlich. Naja, egal, wir sind es jetzt los. Wir sind das Zeug jetzt los. Haben gemerkt, es ist echt nicht so einfach. Ach, hier kann ich wieder Wolle loswerden. Ich weiß gar nicht mehr, für wie viel ich es gekauft habe, aber jetzt bin ich es immerhin los. Okay, Truppen rekrutieren lohnt sich hier nicht. Wir schauen mal, was die jetzt hier wieder für Anliegen haben, ne, in der Umgebung. Oder wir reisen halt mal wirklich ein bisschen durch die Gegend. Ich hatte den Eindruck, dass Batania da schon ein sehr, sehr wertvolles Ding ist. Endlich mal wieder hier ein Armiger. Endlich. Dü. Truppen rekrutieren? Nein. Ich krieg halt einfach gerade hier keine guten Truppen mehr zusammen. Das ist echt gerade eben wieder mal der pure Schmerz. Und weil ich einfach zu geizig bin, mir diese Edelknechte zu holen. Das ist halt wirklich so. Ich bin zu geizig dafür. Wobei, komm, ich hole sie mir jetzt einfach. Was soll's? Ich hab die Nase voll. Wir sind lange genug jetzt hier durch die Gegend gelatscht und haben nichts Sinnvolles getan. 1, 2, 3, 4, 5. Passt so. Hier gibt es Trauben. Aber halt auch nicht so mega viel. Es wäre einfach mega nützlich, wenn man mal rauskriegen könnte, wo viel von etwas ist, ne? Und dann loslegen. Das einfach wirklich alles zusammenkaufen, wie wir es am Anfang gemacht haben. So, was hat der von der Aufgabe? Weidedisput in Marien. Ja, ich weiß nicht. Das sorgt dafür, dass ich in Marien wiederum mit dem Standing droppe. Ich kann doch mal gerade mal gucken, was das Holz da drüben mir noch einbringt. Bufo hat wieder einen Punkt in Vogt erhalten. Was hat der hier für ein Problem? Banditenversteck. Das ist Bufo durchaus bereit zu lösen, das Problem. Also lösen zu lassen, versteht sich natürlich. Keine Frage. So, Hartholz 16. Angeblich ein Pravent für 39 verkäuflich. Kaufen wir mal auf, einfach damit wir es schon mal haben und sie nicht. Das Banditenversteck, darum kümmern wir uns gleich. Guck gerade eben bloß, ob es in Oxhall auch ganz gut geht. Nee, in Oxhall haben die überhaupt kein Interesse an Holz. Weil die haben zu viel hier. Naja. Die haben hier davon zu viel.
Also Leute, dann gehen wir mal nochmal hier heute nochmal in einen Kampf hinein. Wir machen dieses Versteck. Beziehungsweise lassen dieses Versteck machen. Gott, hier sind hier viele Banditen. Wir können auch erstmal versuchen, die Banditen zu machen. Die hier drum rumlaufen. Ergebt euch, ihr Schurken! Das wird durch die Kavallerie gelöst werden. Bereit, alle Mann! Greift an! Ich habe größtes Vertrauen in euch. Okay, das Vertrauen ist soeben ein klein wenig erschüttert worden. Wenn ich sehe, was mit den Bäumen und euch so los ist. Boah, die chargen da aber was zusammen, ich sag's euch. Da komme ich ja gar nicht hinterher. Bitte, tut langsamer. Ich möchte sehen, wie ihr sie niederreitet. Puff. Zack, da sehen wir das. Sind schon mal 4 von denen down gegangen, alleine beim ersten Ansturm. Wobei das überraschend wenig ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde, das ist überraschend wenig. Jetzt kommt der zweite Charge. Vorsicht, Männer! Ich bin auch noch hier. Wie viele sind denn es noch? Ach, 2. Macht so einer beim Vorbeireiten. Deutet an, dass es 2 sind. Das war's, Männer. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ja, die Banditen sind mir eigentlich relativ egal. Wir leveln einfach bloß unsere Truppen. Weil dafür sind wir hier. Wir nehmen den Kram. Ansonsten haben die nichts. Bonuserfahrung. So, wir haben jetzt gleich Abend. Das ist ideal. Das heißt, wir können dieses Banditenversteck jetzt hier noch schnell machen. In der Dunkelheit der Nacht ist ein Bufo genauso hässlich wie zuvor, aber das ist irrelevant. Elite-Söldner, der ist schon max gelevelt. Der Vlandische Recke, die Elite-Pikenier. Nee, ich will euch beide leveln. Dann will ich dich leveln. Ich will euch leveln. Dich will ich leveln. Euch will ich leveln. Also da gibt es gar nicht mehr so viel zu leveln, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme noch den damit. So, fertig. So, Männer, ich empfehle euch an dieser Stelle einfach mal, macht was Intelligentes und greift an. Ich hoffe, oh Gott, das wird jetzt ein größeres Banditenlager, ne? Ist so mein Eindruck gerade eben. 3 Stück gleich an der ersten Stelle. Oh, das ist uncool. Der erste ging direkt down. Der zweite, der dritte ging direkt down. Okay. Männer, bleibt bitte bei mir. Nicht irgendwie was Dummes machen, wie zum Beispiel in das Feuer rennen, was einer von euch gerade quasi de facto getan hat. So. Na dann, greift an. Du willst nicht so richtig, kann das sein? Der will wirklich nicht so richtig. Der ist nicht so gut zu Fuß. Oh, schlecht. Geht da rüber, Männer. Geht da rüber. Jetzt haben wir wieder einen verloren, ey. Wir haben 2 verloren, wir haben 3 verloren. 4 verloren, 5 verloren. 6 verloren. Rückzug, Männer. Was stimmt mit euch nicht? Ihr Versager. Ich bin geradezu erschüttert von dieser Inkompetenz.
Das gibt's ja wohl echt nicht. Die haben gerade eben... okay, also die haben es nicht hingekriegt. Die haben es nicht hingekriegt. Bin gerade eben echt ein bisschen schockiert. Gut, beim nächsten Mal können wir noch mehr schockiert sein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.